Ja, liebe Leute, ihr habt es mitbekommen. Ich habe tatsächlich die Folge beendet, ohne abzumoderieren. Und damit erstmal herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mafia 3. Wir machen heute weiter mit unserem besten Freund Lincoln Clay. Er ist ein bisschen unterwegs heute. Der macht nämlich jetzt gerade die Bälle, die Frachter, für die müssen wir nicht machen. Dazu müssen wir einen Funker befragen. Wir haben noch 10.800 Schaden, der ungefähr noch offen bleibt. Oh, wir haben 10.000. Siehst du? Und genau deswegen gucke ich mir, wenn ich Gebiete übernommen habe, die ganzen Gebiete noch genauer an, um die Zeit mitzunehmen. Diese 16.000 bedeutet quasi, wir haben fünfmal die Möglichkeit, Leute, einen Schlägertrupp loszuschicken. Und auch das werden wir gleich jetzt tun. Ich muss mir natürlich jetzt immer wieder ein... Die Frage ist, komme ich da jetzt irgendwo in ein Problem rein? Hallo? Du lässt mich nicht da rein, oder was? Dann mache ich mir halt meinen Durchgang. So, dann wird mal wieder ein Schlägertrupp angeheuert. Lass uns diese Ficker hier am Hafenplatz machen. Na klar, bin gleich da. Jetzt! Wir sind jetzt so. Achso, die sind drüber geklettert jetzt, oder was? Naja, komm, den hole ich mir. Den einen da hole ich mir auf jeden Fall. Das stimmt nicht. Ach, das ist ein Hafenmitarbeiter, okay. Hinter dir! Aus dem Weg! Hinter dir! Aus dem Weg! Deinen Arsch auf! Den hässlichen Wichser habe ich hier noch nie gesehen. Was zur Hölle? Das scheint oben zu sein, oder ist das... Das ist doch Spuckelware, ne? Harlins Schmuggelgeschäfte. Erzähl mir, was du weißt. Der Abwurf findet am Yachthafen statt. Ein angepisster Motherfucker namens Butterbean regelt dort alles. Kann ich riskieren, dass du redest. So. Erledigt. Ich mache hier drüben weiter. So, ich nehme mir mal ein bisschen Kohle ein. Ich hab ihn! Ich hab ihn! Hier drüben! Du Pässe, Alter! Die Kohle auf dem Klo sind auch wieder 500 Dollar. Wir müssen wieder ein bisschen... Super, wir nehmen das natürlich mit. Da ist wieder Munition, super. Die nehmen wir auch auf jeden Fall mit. Komplett. Und die Weste hier. Genauso wie hier. Was haben wir hier? Ach, das ist ein Scharfschützgewehr. Okay, das brauchen wir nicht. So, wieder ein bisschen Kohle mitnehmen. 875 Dollar, die nehmen wir auch gerne mit in die Tasche. Moment, krieg ich die da? Komm, die Yacht jetzt mal runter wieder. Richtig, und da liegt jetzt daneben. Oh.
Nochmal, ich kann es nicht riskieren, dass irgendwelche Leute reden. So, einmal kurz auf. Sicher ist sicher, mal ein bisschen aufgeräumt. Uns fehlen noch 4000 Dollar. Und dann hätten wir... es geschafft. Keiner hat ihn gesehen. Scheiße. Ja. Aufgeräumt. Wunderbar. So, erledige Batterien. Das ist die nächste Aufgabe, die haben wir auf jeden Fall vor uns haben. Aber wie gesagt, ich gucke mich hier nochmal genauer um. Weil da unten war doch irgendwo noch einer oder so. Den habe ich doch gesehen. Der hat doch blöd eben geguckt, als ich das Schiff wieder runtergelassen habe. Der hat gerade auch eine gesagt. Wollte gerade sagen, da ist noch einer. Ich sag doch, da ist immer noch einer. Der ist hier nämlich in dem Gang. So, der ist tot. Jetzt ist Feierabend. Achso, das sind alles Mitarbeiter. Okay, dann war das zumindest soweit. Ja, das ist die Schutzweste, die mir da kaputt gegangen ist. Okay. Gut, dann. Ach, da hinten läuft noch einer rum, okay. Gut, dann haben wir das erledigt. Aber noch nicht ganz, sehe ich gerade. Hier ist noch einer. So. Wie kriegen wir sogar schon alles hier hin? So, zack, zack, zack. Ja gut, hier haben wir es nicht komplett hinbekommen. Aber es fehlt nur noch 1700 Dollar. Sagt ja, manchmal lohnt es sich tatsächlich ein bisschen genauer rumzugucken. Und da hinten muss noch irgendwo eins sein. Hier. Der Fernseher, der Haufen Fernseher ist weg. Und auch da muss noch irgendwo was sein. Die Frage ist, wo ist denn das? Moment, komme ich da jetzt ohne Probleme hin? Das heißt, wir bräuchten eigentlich theoretisch noch drei Dinger. Dann könnten wir tatsächlich hier danach schon anfangen. Ich brauche keine Zeugen. Ist egal, wer das ist. Weißt du, warum der Affe vom Baum gefallen ist? Das ist doch ein Witz. Von soll kann keine Rede sein. Weißt du, warum der Affe vom Baum gefallen ist? Nein. Weil er tot war. Irgendwer hat dem Idioten eine Waffe gegeben. Ja. Warte, wo ist denn das? Irgendwer hat dem Kanaken eine Waffe gegeben. Genau. Das war eigentlich der Plan an der Sache. Solange ich keine Zeugen gerufen werden, ist mir das scheißegal. So, uns fehlen noch 700 Dollar und ich krieg die scheiß 700 Dollar nicht hier hin. Hier liegt auch kein Geld mehr rum, hier liegt gar nichts mehr rum. Ich dachte, wir könnten jetzt tatsächlich ohne Probleme Geld holen. Nee, wenn wir die LKW zerstören, wahrscheinlich nicht, weil es nicht dazugehört, ne?
Oder wie sieht das aus? Ne, hier ist gar nichts mehr, ne? Hier ist ja nichts mehr. Ne, das Ding ist komplett auseinandergenommen. Scheiße. Gut. Dann haben wir das erledigt. Dann müssen wir nur $700 irgendwie andersweitig. Anderweitig drum rein. Oh Gott, wie scheiße ist denn das da unten? Okay, das ist das Einzige, was echt. Das ist das Einzige, was wir noch aufhaben. Und da müssen wir uns die $700. Mein Kollege. Naja. Wir müssen es nicht unnötig mit irgendwelchen Kopf anlegen. Habe ich jetzt ehrlich gesagt gar keinen Nerv zu. Wobei mit der Mühle würde ich wahrscheinlich locker weit wegkommen. Nicht, wenn sie mir dann aber auf die Reifen schießen würden. Wie Kopf das ja so gerne machen, wenn wir das schon ein paar Mal in einigen Folgen erlebt haben, ne? So, der letzte. Der Kopf war auch lebensmüde. Warum springen mir die Typen eigentlich immer vor die Autos? Ich bin am Hafen. Setz unsere Jungs auf diese Arschlöcher an. Los, nicht weit. Schon unterwegs. So, dann kommt mal da rein. Du bist tot. Mach das, du bist tot. So. Verdammt, ich bin gelaufen. Nimm den Arsch runter, Vollidiot! Jetzt holt dich der Teufel, du Wichser! Pass auf deinen Arsch auf! Hässlichen Wichser habe ich hier noch nie gesehen. Hinter dir! Du kannst mit der scheiß Schrotflinte von mir gar nichts machen. Schanzumerreich. Wunderbar. Und den letzten holen wir uns aber auch noch. Der konnte fliegen. So. Ein Lamm mehr für die Schlachtbank. Scheiße.
Nein! 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 Nein, da stand noch einer! Die habe ich nicht gesehen. Oh Mann! Nein! Den habe ich nicht gesehen, den Typen. Ich dachte, ich hätte ihn gehabt und dann tötet der mich einfach kurz weg. Ah, Lecco Mio, ey. Wir müssen das, glaube ich, alles nochmal neu machen, ne? Hallo, Mr. Clay. Wir haben den Laden unter Kontrolle. Wird gut und unauffällig laufen und einen Haufen Geld machen. Ja, wir haben die Hälfte der Kohle verloren, weil ich unaufmerksam war. Scheiße, Mann! Scheiße, fuck it, Alter. Dann muss ich die Folge ungeplant länger machen. Das war eigentlich so nicht der... War nicht der Deal. Dann nehmt ihr mir einmal kurz $60,000 weg. Da fehlt noch was. Ach, jetzt mal scheiß auf. Warte. Ich überlege gerade, ob ich den noch nehmen soll. Ja, komm. Den will ich mitnehmen, den Typen. Den ganzen. Der ist wichtig, der Typ. Den müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Der ist nicht unwichtig. Ah, oh, meine Fresse. Das ärgert mich gerade so ein bisschen. Den hätte ich so... Lass uns diese Ficker hier am Hafenblatt machen. Alles klar. Wir kommen gleich rüber. Das müssen wir auf jeden Fall machen. Dann räumen wir auf. Die sollen mal da drin kurz ein bisschen aufräumen. Aufgang. Ich will Butterbean erledigen, das ist wichtig.
So, der ist erledigt. Wo ist er denn? Da hinten. Wir sterben wie die Fliegen! Schon unterwegs! Wieder einer weniger. Ich gehe nach vorn! Geh mal wieder runter. Diesmal bist du meiner. So. Feierabend. Sorry, aber das war und das musste alles so sein. So, den nehmen wir mit. Dann haben wir den kleinen Erzkoffer. Den können wir mitnehmen, weil dann brauchen wir nämlich einen. Oh, scheiße, wa? War nicht der Plan, ne? Du lässt mich auch so leicht sein. Versuch es ruhig. Ja, euren Boss habe ich ja schon. So. Gut. So, und du bist auch tot. So, die ganze Frachterwürfe mal down kriegen. So. Ich glaube, wir haben. Oh, ein kleiner Alligator. Ah, scheiße, ich wollte dich nicht ein. Komm. Ich will mal wissen, ob der das ist. Okay, ja, tut er. Komm, ich hab noch so einen Pisser. Ich hab mich gerade nicht mit erschrocken. Ich bin diesmal wieder vorbereitet, aber. Alter. Und ich bin froh, dass ich hier, als ich schwimmen gegangen bin, eben kurz nicht aufgeräumt. Krass, ich hab noch. Haben wir noch ein paar Leichen? Ja, hier auf meiner. Komm. Flups, der nächste. Komm, bisschen Futter. Und einen Krieg haben wir noch.
Da kommt jetzt eh gleich einer. Ja. Alter, die futtern sich gerade mal kurz eben hier durch. Warte mal, kann ich den Bus nicht ver... Ah ne, der Bus ist unten in meinem Gebäude, ne? Na gut. An diesem kleinen Spaß würde ich sagen, machen wir hier mal Feierabend. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge wieder bei Let's Play. Oh, warte mal. Ich hab noch eine. Einen kriegen wir noch. Komm. Oh, das war kein Plan. Ja, das war nicht gut. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich selber nicht reinspringe. Ich habe hier noch ein paar. Der ist auch tot. Ich habe hier noch mehr. Oh, ja. So. Gehen als Orwell-Cops. So, und irgendwo hier liegt der Boss. Da. Und dann haben wir hier aufgeräumt. Und das war Delet. Und der mag mich. Und das war der Chef. So, dann müssen wir sie eigentlich alle haben. Oder? Nein. Noch gar nicht. Ein noch, komm. So, dann... Das dürfte eigentlich der letzte sein, wenn ich sie alle habe. Ach, guck mal. Hier liegen ja noch mehr. Und ich habe noch ein paar. Wir haben noch zwei Leute. Ja, wir haben noch zwei Leute, die wir kurz verhaften, verfüttern können. Was sehe ich mir an? Wer will mitkommen? Ist der irgendwann wieder auf oder hat er es hinter sich? Ja, der ist hinter sich, glaube ich. Darf ich den mal mitnehmen? Hallo? Hallo, mein Freund! Hallo! Hallo! Wahrscheinlich tot. Jetzt auf jeden Fall. Hopp! Ich hatte ja halt Hunger. Gut, dann machen wir mal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Mafia 3. Und wenn wir gerade mal kurz die Leichen... Ah ne, da liegt noch eine. Moment. Ach, komm, wir machen heute mal, eine Leichenentsorgungsfolge. Den nehme ich mit. Das ist meiner. Und flups. Das ist jetzt der letzte. Genau, jetzt machen wir Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.